Nach ihrem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2013 ist Beatrice Egli aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Doch seit ihrem grandiosen Karrierestart hat sie öffentlich noch keinen Mann an ihrer Seite vorgestellt. Ihre letzte Beziehung zu Freund Reto scheiterte vor 7 Jahren nach ihrem Durchbruch im Showbusiness. Aus diesem Grund wurden ihr auch immer mal wieder Beziehungen mit diversen Schlagerkollegen angedichtet. Vor allem Florian Silbereisen wünschen sich dabei die Schlagerfans an ihrer Seite. Jetzt allerdings sorgt Beatrice selbst für Gerüchte mit einer fragwürdigen Aussage. Im Podcast Aber bitte mit Schlager scheint sie ihre Fans ganz schön verwirren zu wollen. Dort erklärt sie nämlich, dass sie morgens sehr gerne in den Bergen wandern geht. Ich liebe diese Ruhe morgens. Ich finde, das ist das Schönste, wenn du ganz früh morgens auf den Berg gehst. Dann kannst du ab mittags nur noch faul rumliegen. Deswegen mache ich das. Doch alleine würde sie nicht so gerne wandern gehen, so die Schlagersängerin. Auf die Frage, ob die Männer sich bei ihr noch Hoffnungen machen dürfen, findet Beatrice rätselhafte Worte. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so schön. Ich gehe selten alleine auf den Berg, weil es schöner ist zu zweit, zu dritt, zu viert. Ich genieße die Zeit auf den Bergen dann nicht nur alleine. Das kann man schon so rauslesen. Mit wem sie ihre Wandertouren verbringt, will Beatrice Egli also nicht genau verraten. Es scheint aber, als würde sie andeuten, dass scheinbar schon der ein oder andere Interessent mitgewandert ist. Dass Beatrice auch alleine glücklich sein kann, macht sie immer wieder öffentlich deutlich. Auch eine Dating-App würde für sie nicht in Frage kommen. Ich kriege es moralisch nicht hin, Menschen wegzuwischen. Das ist in meiner Denke etwas Falsches. Werte sieht man nicht auf einem Bild, erklärt Beatrice gegenüber der Gala. So machte sie auch schon öfter klar, dass sie ihren Traummann am liebsten in der Natur kennenlernen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Natur einem tollen Mann begegne. In der Stadt sind die Menschen oft nur am Handy. In der Natur sind alle offener und entspannter, so Beatrice gegenüber Neue Post. Dass die Schweizerin die Berge so liebt, ist bei ihrer Herkunft naheliegend. Es scheint, als wäre sie bereit, jemanden kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass ich mein Glück finde und das Leben mit jemandem teilen kann, erklärt Beatrice gegenüber Neue Post. Wer weiß, vielleicht hat Beatrice Egli auch schon jemanden, der jeden Morgen mit ihr die Ruhe auf dem Berg genießt.